Herzlich willkommen zum heutigen Videogottesdienst. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit Lisa Stöhr Gesang und Klaus Thieme an der Orgel. Unser Gottesdienst am Sonntag Judika steht unter dem Motto Worte, die trösten und befreien. Mögen auch für Sie solche Worte dabei sein. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, da ist jemand unverschuldet in Not geraten, aber hat niemanden, der ihn versteht, ihm zuhört oder ihm beisteht. Dabei wäre Beistand jetzt das, was er bräuchte. Gerade jetzt, wo er krank geworden ist, wo er alles verloren hat, wo er vom Pech verfolgt wird und völlig mit den Nerven am Ende ist. Er bekommt fromme Ratschläge, gute Tipps von seinen Freunden, aber Verständnis von niemandem. Keiner kann sich in seine Lage versetzen. Wenn du in Not bist, erkennst du deine wahren Freunde, so sagt der Volksmund. Und verzweifelt betrachtet er sein Unglück. Er steht buchstäblich mit leeren Händen da, wie wir es in diesem Lied gehört haben. Sein Name? Hiob. Sein Schicksal wird in der Bibel geschildert. Sein Name ist synonym geworden für schlechte Nachrichten und plötzliche Katastrophen. Von einer Hiobsbotschaft sprechen wir, wenn wir einen tragischen Vorfall meinen, der ohne eigenes Verschulden eintritt. Ja, Hiob hat wirklich alles verloren, obwohl er doch alles richtig gemacht hat. Von heute auf morgen befindet er sich wie in einem Albtraum. Im heutigen Predigtext im Hiob-Buch Kapitel 19, Abvers 19, schildert er, dass er nur noch mit dem nackten Leben davongekommen ist. Mir fallen Menschen ein, die ohne ihr Verschulden plötzlich und unerwartet in große Not geraten sind. Eine schwere Krankheit
der Verlust eines geliebten Menschen, die betriebsbedingte Kündigung, das alles können heutzutage solche Hiobsbotschaften sein. Wie schrecklich, wenn man dann, wie Hiob, niemanden hat, der einen versteht, der einem zuhört, der auf meiner Seite steht. Denn trotz aller sozialen Netzwerke und technischen Errungenschaften unserer Zeit, braucht es doch am Ende des Tages jemanden, der mir das Gefühl gibt, ich verstehe dich, ich stehe an deiner Seite, ich bin für dich da. Wie mag es Menschen gehen, die über Nacht durch die Corona-Pandemie von der menschlichen Gemeinschaft isoliert wurden? Wohin wenden sich die Kinder, die im 10 Jahre andauernden Krieg in Syrien geboren wurden? Und wann gelingt es, die Opfer von sexuellem Missbrauch zu entschädigen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, die Täter in den Reihen der Kirche zur Rechenschaft zu ziehen und endlich für Gerechtigkeit zu sorgen? In seiner Verzweiflung klammert sich Hiob an den letzten Strohhalm, der ihm geblieben ist. Er wirft Gott das Elend seines Lebens vor die Füße. Er nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Bitter klagt er Gott an. Seinen Schmerz, seine Wut, seine Ohnmacht, seine Verzweiflung, alles fließt aus ihm heraus. Und überrascht stellt er fest, Gott hält mich aus. Gott hält die bohrenden Fragen meines Lebens aus. Und so wirft er sich Gott in die Arme. Später sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sind Hiobs neue Worte. Worte, die ihn trösten und befreien, mitten in seinem Elend. Hiob hat nämlich den Adressaten für sein Schicksal gefunden. Und wie ist das bei Ihnen? Haben Sie jemanden, dem Sie sich und Ihr Schicksal anvertrauen können? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Erweise deine Nähe, wo nichts und niemand mehr uns nahe ist, wo nichts mehr zu hoffen ist, wo Lebensgerüste zerfallen. Erweise deine Nähe, wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen. Erweise deine Nähe, wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun. Verborgener Gott, du fehlst uns und wir ahnen doch, dass du uns näher bist, als wir es fassen.
So beten wir voller Vertrauen, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in diese Woche unter dem Segen Gottes. Gott segne dich. Gott heile deine Wunden und stärke deinen Glauben. Gott geleite dich auf den Weg ins Leben. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und behütet und tschüss.